Man hört ja immer wieder, wenn man vegan und gesund leben möchte, dann muss man einige Sachen supplementieren, wie beispielsweise Vitamin B12 und auch Vitamin D mit K2, weil es anscheinend so ist, dass man im Herbst und im Winter nicht die Sonneneinstrahlung nicht so intensiv ist, dass der Körper eigenständig Vitamin D produzieren kann. Und das sind jetzt die Mindestanforderungen, kommen noch weitere Sachen mit dazu. Manche supplementieren ja auch beispielsweise CDL, Vitamin C hochdosiert, Sangomeriskoralle, Chlorella, Spirulina, liposomale Sachen, Traubenkernextrakt, also die Liste ist wirklich sehr lang, wofür man eigentlich eine ganze Bandbreite auch an Geld ausgeben kann. Also es ist schon eine richtige Industrie geworden. Und für mich sind das einfach nur leere Marketingversprechungen. Und ich nutze die Sachen nicht mehr und spare mir deshalb auch einen Haufen Geld. Leider ist das in der alternativen Heilkunde, auch in der Rohkostszene, nicht so bekannt, dass die Rohkost ein Reinigungsprozess ist. Und das heißt, dass sämtliche Krankheiten oder Mangelerscheinungen nichts anderes sind als Entgiftungserscheinungen. Das heißt, dass halt Altlasten vom Körper ausgeschieden sind und derzeit fühlt man sich halt dementsprechend schlapp. Und das wird ja dann von vielen gedeutet, dass sie dann einen entsprechenden Mangel haben und dann das zu sich nehmen müssen, kollodiales Silber, kollodiales Gold, Silizium, Vitamin C, Darmmangel, Vitamin D, K2, weil man sich dann kurzzeitig schlecht fühlt. Nur wissen die wenigsten bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass die auch anorganisch sind und der Körper eigentlich gar nichts mit denen anfangen kann und die auch nur aufwendig wieder zusätzlich mit entgiften muss und da ich wahrscheinlich auch gar nichts aufnehme. Also das letztlich, was man da macht, ist einfach einen teuren Urin produzieren. Der Grund, warum ihr euch so super fühlt, ist, dass aufgrund der Nahrungsergänzungsmittel, die ihr euch aufnimmt, ihr den Körper sozusagen ablenkt. Das heißt, das, was er gerade ausschalten möchte, weil er so schlecht fühlt, diese Altlasten, die tief in eurem Körper sind und die halt auch sehr viel Energie ziehen, das wird dann abgelenkt mit dem neuen Gift, was ihr da eingeführt habt. Und das ist nicht ganz so heftig, was der Körper da ausscheiden muss. Das heißt, das ist dann dieser Unterschied, diese Differenz von dem stärkeren und dem weniger stärkeren Gift, was der Körper ausscheidet. Das heißt, ihr habt euch dann dementsprechend einen Puffer organisiert bzw. besorgt, damit die Entgiftung ihr ein bisschen, sagen wir mal, angenehmer gestalten könnt. Und das ist ja nichts Verwerfliches. Deswegen nutzen ja auch viele Nahrungsergänzungsmittel, weil ihr euch dadurch in eurem Alltag, wenn ihr mal viel Stress habt oder sowas, ein bisschen zur Ruhe kommt, ihr die Entgiftung bremst und dann auch Luft zum Atmen, sage ich mal, habt und dann hier ein bisschen besser koordinieren könnt, wie ihr weiter mit eurer Reinigung vorgehen könnt. Das ist sozusagen ja mehr oder weniger ein Stopp der stärkeren Entgiftung. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, den ihr einfach begreifen sollt. Diese Nahrungsergänzungsmittel, wie gesagt, die verschaffen euch Zeit, die heilen euch nicht. Der Körper heilt sich ja immer selber. Und das äußert sich ja dann meistens manchmal in Müdigkeit, Schwindel, Antriebslosigkeit. Das heißt, da sind Prozesse gerade im Körper und die benötigen gerade die volle Energie. Aber der Körper heilt sich immer selber. Und ich möchte euch einfach nur sagen, dass diese ganzen Sachen, wie sie auch betitelt werden als Heilmittel, Wundermittel und so weiter und so fort, das ist einfach nur alles Marketing und Geldmacherei. Da steckt auch eine ganze Industrie dahinter. Man verdient halt auch richtig viel Geld damit. Und wie gesagt, es ist ja nichts Verwerfliches daran, diese Produkte zu bewerben oder sie auch zu verkaufen. Nur möchte ich euch den vollen Umfang davon erzählen, was dahinter steckt, damit ihr die Informationen habt. Dass ihr nicht einfach im Glauben seid, das ist ein Wunderheilmittel und dass ihr davon deshalb abhängig seid, dass ihr, wenn ihr gesund sein möchtet, dass ihr diese Sachen nehmen müsst. Nee, dem ist nicht so. Wenn ihr gesund sein möchtet, dann müsst ihr nicht die Sachen zu euch nehmen, ihr müsst einfach euren Körper reinigen, beispielsweise mit Fasten. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht und auf meiner Playlist zur schleimfreien Heilkost verlinke ich euch oben in der Infokarte. Habe ich alles schon ausführlich erklärt, der Körper heilt sich und reinigt sich selber und ihr könnt ihn halt unterstützen mit Fasten beispielsweise oder mit auch frischen Gemüsesäften und so weiter und so fort. Neben den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich seit 5 bis 6 Jahren nicht mehr zu mir nehme und dadurch auch schon mehrere tausend Euro auch eingespart habe, wende ich auch keine Pflegeprodukte mehr an mir an, beziehungsweise nur ganz wenige, die halt einen speziellen Grund haben, komme ich später dazu. Also das heißt, ich nutze kein Shampoo mehr, keine Deos, kein Parfum und auch irgendwelche Hautcremes oder sonstigen, was sei es jetzt von der Schulmedizin, also konventionell sage ich mal,
Also die herkömmlichen Sachen oder auf natürlicher Basis, da nutze ich gar nichts davon. Und das, was ich jetzt zum Beispiel bei mir nutze, ist zum Beispiel mein Waschsoda, wo ich halt Basis bade. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, warum Waschsoda, werde ich euch oben verlinken und auch warum ich Basis bade. Das ist zum Beispiel dieses Badesalz, wo ich für 5 bis 10 Kilo ungefähr 20 € ausgebe, was dann auch mehrere Monate beispielsweise hält. Und das ist eins der wenigen Pflegeprodukte, die ich jetzt beispielsweise für mich nutze. Sonst, wenn ich bei den Tomaten im Hochsommer arbeite, dann werden die Finger ganz schön schnell so grün und schwarz. Und da habe ich halt eine Aleppo-Seife, um das halt runter zu bekommen, damit die Hände einerseits nicht so austrocknen und die halt auch wieder sauber sind. Das sind die einzigen Pflegeprodukte, die ich jetzt für mich nutze. Also im Grunde könnt ihr sehr viel Geld sparen, wenn ihr diese Rohkostmentalität habt. Also das heißt nicht in diesem Mangeldenken bleiben, sondern in die Fülle auch gehen. Wissen, was im Körper passiert, was die schleimfreie Heilkost ist, warum man entgiften sollte, dass es nicht alles eine Mangeltheorie ist, sondern alles mit Toxämie und Entgiftung zu tun hat und dass der Prozess schon etwas längerwierig wird. Und damit könnt ihr einen Heiden Geld sparen. Einerseits, weil ihr keine Nahrungsergänzungsmittel braucht und Pflegeprodukte jeglicher Art, beispielsweise auch keine Sonnencreme mehr, weil euer Körper das selbst reguliert. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch damit weiterhelfen kann. Vielleicht auch ein paar Tipps für euch, wie ihr Geld sparen könnt in der jetzigen Situation. Hier auch meine Erfahrung auch dazu. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin.